muss halt da langfahren. Ne? Ja, oh ja. Armes Auto. Ja, ist doch schon gut. Wir fahren ja schon vorsichtig. Immer langsam. Vorsicht. Wieso? Ich meine, die scheiß Dinger da. Und da vorne muss es kommen. Wo? Vor uns. Geil, das sieht gut aus. Du hast das Ziel erreicht. Gut. Wo? Links, rechts oder geradeaus? Da vorne ist die Bank schon. Okay. Dann haben wir da vorne Abbank. Am Galgen. Also gut. Da ist unsere Sitzbank. Da ist ein Parkplatz. Ah ja, da ist es doch. Da drinnen. Ja, da Grillplatz. Und das, oh, das sind nicht die einzigsten. Ja, macht nichts. Die freuen sich über uns. Glaub mir's. Hoffentlich kommen sie jetzt rüber zu uns. Ach du Scheiße, die Grill. Ach, da drüben können wir ja auch hin. Ja. Also gut. Die letzten jetzt wieder mal bebeifli. Die Pfanne hast du auch dabei? Ja. Musst du mal die Bratwürste drauf, bitte? Ja. So. Du sie bitte drauf, bitte. Ja. Das dauert alles so lang. So, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal, Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Hier ist der Justus König, bekannt als Indiana Jones, der andere aus Amerika. Der Justus König, der andere aus Würzburg, ein YouTuber. Und wir sind hier am Galgen, am Grillplatz, am Galgenberg in Wengersheim, Nähe, Bad Mergentheim. Mit dabei ist der Kumpel Jürgen Graf, Freddy Krüger, mit seiner Gaskocher-Grill. Und meine Pfanne und angekauft haben wir wieder beim Rewe. Und grillen jetzt hier am Galgenberg, wo man bis hier fahren kann mit dem Auto. Hier sind genug Steintische, also Sitzmöglichkeiten, und eine Grillstelle und eine Schutzhütte, kann man so sagen. Und einen schönen Blick aufs Tal. Mhm. Hä? Ja, ist es. Und da. Wieder. Bratwürste. Bratwurst ist fertig. Jetzt am Rhein. Ja, die Gurken sind gut. Das sind die Jahrprodukte-Gurken. Die ist so gut, dass ich mir raus will. Und nicht mehr die andere. Eine riechst du schon noch. Oh je, mein Gott, das ist ein Kampf. Echt, ey, ich krieg die noch. Also nein. So. Jetzt haben wir aber lang genug geangelt. Das ist die Gurke von Jahr. Jahrprodukte von Rewe. Und da kostet 1 Kilo 3 Euro. Der Kilopreis. Mein Fleisch ist durch. Und der Schmack. Oh. Und so weiter. Meine Bratwurst ist nicht richtig durch. Weil sie noch ein bisschen roh ist. Immer hier. Ist ja ein bisschen reingetan wieder. Mein Fleisch ist eher durch, schnell durch. Und das ist halt dünner ist. So. Ja. Mein Ding ist schon fertig. Bratwurst. Und die Bratwurst schmeckt. Zum Knusperbananen. Cool. Ja, alles ist einfach reingeschmissen, ja. Weil das Gas ist leer wird. Wir haben keine neue Gasflasche dabei.
Und die Gasflasche wird leer, also die wird alles schnell verbrauchen. Die Pfanne ist auf Eisen, hat diesen Boden, deswegen tut sie schnell Wärme nur speichern. Das läuft nur auf Resten, Restgase. Danach ist leer. Ende für heute. Das wird alles schnell reingeschmissen. Gewürzt. Und das Braten ist schon fertig, das ist Fleisch. Und das ist unser Gewürz. Alles hat hier gewürzt. Und nicht mit der Hand angefasst, sondern nur mit der Gabel. Messergabel hier. So. Das muss jetzt fertig werden. Danach ist Ende des Gas. Sonst muss er selber Gas produzieren. Und dann der Rüssel. Und der Berg, wo wir sind, der heißt Karlsberg. Aber nicht der von Karlstadt. Von Bad Mernheim. Nee, Karlsberg, so heißt es. Ich habe auf Google Maps nachgeguckt. Karlsberg. So. Wir haben noch Weintrauben. Wir haben noch mehr zur Rüssel später. Und ich habe ja meine Schokodrink. Yes. Gerade ist von Nittel. Schmeckt gut. Das ist gerade von Nittel, das ist geschenkt heute beim Nittel. Mhm. Einkaufen. Aber nur mit der Punktekarte, der Punkte-App da. Fast fertig. Und mal, hier liegt eine UNO-Karte. Eine alte UNO-Karte. Shot. Hey, Shot steht drauf. Shot. Shot. Keine Ahnung. Wahrscheinlich eine Aussicht, oder? Am Galgen. Gut. Und wir sind hier nicht alleine. Auf einem anderen Teil vom Grillplatz sind jugendliche Mädchen, denke ich mal. Das sind gerade Eltern hochgefahren und haben noch einen Kasten Cola, Boxen hingetan. Die werden wahrscheinlich dann Mädchenabend oder was machen oder feiern. Oh, das ist ja Galgen. Wahrscheinlich eine gute Aussicht. That's good. Und das sind nämlich Bienen. Hast du einen Strommast? Und da ist mir fällt zur Hand.
war 2 Tage krank geschrieben. Ja, war so stark, die Sehnenscheidenentzündung. Ist halt da die Sehne von rechter Hand durch die lange Zeit von der Arbeit belastet, passiert. So eine Entzündung dauert ja 3 Wochen, aber nee, ich gehe Montag wieder arbeiten, will arbeiten, dann Juli habe ich ja noch 4 Wochen Urlaub, das schaut dann blöd aus. Was? Schwäbische Alpenverein? Panorama-Weg, topper toll. Ja, ich treffe Bandage, war beim Arzt und habe die ganze Zeit die Creme drauf getan. Tigerbalsam hat aber nichts gebracht. Irgendwie ist nicht besser geworden. Muss man damit leben oder Montag wieder mit arbeiten. Irgendwie wird das schon gehen. Das ist einfach eine Rehkacke. Und da ist er wieder. Das ist ja witzig. Ich bin damit Auslauf gemacht, was ich hier essen kann. Live. Live ist live. Lass es live sein. Gut. Oh, Jugend tut auch alles. Scheiß Viecher haben zugegriffen. Sie haben angegriffen. Oh. Du bist live. Ich bin live. Also sage ich immer Dankeschön für alle, an die, wo mich so lieb haben. Und Dankeschön, die, wo mir noch eine Rose geschenkt hatte. Ah, Rosa, Rosa? Ja, ich hatte mal eine Rose geschenkt bekommen, rein den ganzen Ablauf. Echt, ey, ihr wart so super. Also ich muss mich echt bei euch nochmal tausendmal bedanken. Also, oh. Und ich soll wirklich live sein? Ja, bist live. Ich bin richtig live? Ja. Lebendig? Ja. Live? Ja, hier. Hier? Hier auf dem Tisch? Ja. Oder auf der Bank? Auf dem Grillplatz. Auf dem Grillplatz, also gut. Jetzt hast du gewonnen. Also, ich bin jetzt live hier auf der Grillbank. Platz. Ja? Ach, Grillplatz. Ja. Ich habe gedacht, auf der Grillbank, na gut. Grillplatz, was willst du sagen? Ich gucke jetzt nur mal nach, ob die Grillbank auch schon an ist. Jetzt bin ich ja schon durchgegrillt. Ne? Ja. Wieder was machen. Ne? Ja. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, wir dampfen langsam ab. Ja. Und gehen ins schöne Schwimmbad. Genau. Ja, nicht nur genau. Sicher? Bist du sicher? Ja. Also, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Scheiße. Ja. Die denken ja alle von mir. Fürchterlich jetzt. Du gehst auch woanders hin. Hab ich jetzt nicht gesagt. Die ärgern mich wirklich. Gut. Ey, nee, ist ohne Geschmack. Die ärgern mich alle. Die kommen von der Richtung. Von oh, der servus, Richtung. Bert. Hä? Ein Bert. Ein Bert? Ja, ist Bert. Einer heißt Bert, sagt Servus. Servus? Ja. Hi. Bert? Ja. Also ein Bert sagt Servus. Ich sag zurück Servus. Danke. Ja. Und weiter? Keine Ahnung. Also der Bert, ja, schreib mir mal was zurück. Ich bin mal was neugierig. Was heißt? Bert, was sagst du zu mir? Keiner. Was schreibt er denn zurück? Nix. Also das gibt's doch gar nicht. Und wer schreibt noch? Niemand. Das ist ja Frechheit. Keine Ahnung, das ist doch nicht. Wirklich eine Frechheit, da schreibt keiner was. Die jungen Damen lachen auch schon. Also komm, mach wieder Ende. Ich muss langsam los. Ja, wir müssen los. Wir müssen los. Ada, ada. Ada, ada. Am Grillplatz, ja. Goodbye. Goodbye to you. Goodbye. Die gehen alle auf den Klo. Danke. Da räumen alle zusammen. Tschüss. Küsschen. Wollen wir alles zusammen? Danke. Tschüss. Bis demnächst. Das stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt. Ja, könnte es jetzt auch mal sagen. Wahrscheinlich ist das ein cooler Tipp.
Hm? Da schreibt doch ein bisschen ein cooler Typ. Oh, danke. Der Bert. Der Bert schreibt das. Ja. Gut. Oh, unsere Dankesachen. Danke, danke Bert. Ey, sehr nett. Wir sehen uns irgendwann in unserem Leben, nächsten Leben. Alles klar. Ja, mach mal die Live-Kamera wieder aus. Ja, bitte. Tschüss. Ciao. Tschüss. Müssen wir auch schon ein bisschen weiter. Ja, ja, Gott sei Dank. Danke fürs Zuschauen anschauen. Wir hören uns bald wieder. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ein schönes Wochenende. Und ein schönes Wochenende. Lust ist over and out. Tschüss. Aus die Kamera. Tschüss. Die Unterkutter, wo da liegt. Die sind 6 und hier Schott. Ich habe nachgeguckt, Schott heißt Schießen. Schuss, 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 6 Schuss. Gut, legt man sie wieder rum. Ne, da hatten wir jetzt auch einen schönen Grillplatz gehabt. Da ist Abfalleimer. Da ist Abfalleimer. Und da ist unser Grillplatz. Und da liegt Geld. Da liegt Geld. Rennt nicht im Bogen und da ist der Abfalleimer. Ja, das ist ein schöner Grillplatz. Da musst du hier nicht hinlösen. Ja, wenn du Feuer machst. Wenn du jetzt hier Feuer machst, ja. Das da, da hast du das Grill raus, die Genehmigung. Was denn? Ab zum Schwimmbad. Wahnsinn, ich bin doch auf eine schlaue Idee. Auf zum Auto und ab zum Schwimmbad. Dann muss ich auf Toilette. Wer? Ich? Geh doch grad aus. Groß. Ja. Ach, du nimmst noch auf. Ja. Gut. Das ist schon ein schöner Grillplatz. Okay. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir uns drängeln, dass wir da reinkommen. Ne? Also eine Dränglerei, eine Schächterei. Nur, dass wir da reinkommen. Ja. Ist überhaupt ein richtiges Loch drinnen? Ja. Das ist mir immer so sehen. Wo sind die anderen abgekaut? Also ja, die ist ja, glaube ich, haben wir echt gehabt. Da geht's irgendwo hin. Oder Toilette. Oder Toilette. Ja. Da ja, irgendwo hin. Wenn sie müssen, dann gehen sie. Ich glaube, die sind da wo hingegangen. Hm. Vielleicht ist Abkürzung. Ja, ist das? Wir sind ja minderjährig. Da dürfen wir alles machen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Und das war unser Platz. Hm. Und das war dein Platz. Ja. Ich habe mich wenigstens mal zugewunken. Weißt du noch, wie es war? Irgendwas gesehen. Wir sind gerade hergekommen, so viel ich weiß. Ach, das ist doch was ein Gras. Da war man drin. Das ist jetzt genau richtig. Ja. Wir fahren genau richtig. Immer vorwärts. Wir haben uns den Platz sauber verlassen, alles sauber gemacht. So wie es gehört. Putz sauber gerade, und jetzt sauber. Das heißt, die Scheiße hier. Waren das jetzt Jugendliche oder Erwachsene oder was? Ja, nein, das waren Gemisch. Ja. Es waren Ältere dabei und etwas, unter anderem Jünger. Und davon was sind noch alle bekaut und dann der eine Mann ist noch da geblieben. Ja, der eine ist da geblieben. Nein, und die andere ist ja auch da geblieben. Ja. Dann ist sie gekommen. Dann habe ich ihr nochmal zugewunken. Und sie hat dann endlich einmal auf die Idee gekommen, sie hat mir zurückgewunken. Ja. Das wäre ja so traurig gewesen. Hat sie aber bestimmt mitgekriegt. Keine Ahnung. Wir haben sie nicht gestört. Sie haben uns nicht gestört. Wir haben sie feiern lassen oder was machen wir? Wir waren friedlich. Genau. So was Friedliches wie uns gibt es selten. Ja. Dabei sind wir so wild. Jetzt haben wir das nächste Problem. In welche Richtung sind wir gekommen? Links. Links. Müssen wir links an? Ja. Nicht, dass wir rechts haben für mich. Hey, da kommst du woanders hin zum Bauernhof. Okay. Dann sind wir da hochgekommen? Okay. Ja. 12% Steigung. Da haben wir kein Gas. Ein Gas nicht. Die
Hinterräder gehören zu uns. Ja. Das gehört alles zu uns. Und wir geben es nicht mehr? Ja. Ja. Das sind solche Sachen. Stimmt, das ist mein Langfahrt. Ja. Okay, du musst das Handy rausschmeißen. Nee. Was ich aber gerade sagen könnte. Hallo, nicht so schnell fahren. Jetzt kommen wir. Jetzt kommt der Freund. Junge Dame, soll ich mal fragen, ob sie mitnehmen? Nö. Nicht? Die will Rohan. Bist du sicher? Ja. Oh, Mann. Geht aber gut hier. Die war unten genervt. Auto! Kommt der Auto? Mit, wir fahren nicht weiter rüber, weil wir da irgendwie so eine Scheiße wieder sind sonst. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, Lade. Und da haben wir wieder so ein Teil. Tschüss. Jetzt zum Auf- und B-Laden, ne? Schön gemacht, die Tore, ja. Ne? Wenn die LKW-Fahrer kommen, könnte schön sein. Rampe 6. Ja, das ist ein Nachdruck gemacht. Oder Rampe 5. Und da haben wir das. Sommer. Mond und Sterne ist doch klar. Der Karlsberg war das. Der Karlsberg. Ja. Kreuz mir an den Berg. Bin ich schon oben auf dem Berg. Da drüben ist eine schöne. Schönes Häuschen in Gemälschle. Ja. Hast du gesehen? Ja, sehe ich schon von weitem. Ich geb Spaß. Ich will Spaß. Ich will Spaß. Ist das so schön gemacht? Wunderschön. Like I say, like I say, ich fahr so zurück, wie wir gekommen sind, gell? Ja. Nee, das ist doch was anderes. Welche Richtung fahren wir? Naja, geradeaus. Und dann weiter nach Bad Nergentheim, oder? Also geradeaus, weiter nach Bad Nergentheim, ja? Nicht so ganz sicher. Ah, ich denke schon. Da sind wir auch hergekommen, oder? An der Brücke kann ich mich noch gut erinnern. Ja. Die ist farbig. Ja. Oh, das ist sogar die News, gell? Ja. Und, das macht. Und 12 Kilometer haben wir es von hier aus. Haben wir die Richtung? Links ab? Links ab oder nicht? Er macht doch. Was da drauf steht? Ja, da steht drauf. Bad Nergentheim 12 Kilometer. Ja, musst du so machen. Also, dauert das immer so lange bei dir? Oder was ist nach Rotenburg? Woanders hin? Nein, in die andere Richtung sind wir gekommen. Und das war's. Was war's? Unser Grillplatz. Wo ist der? Weg. Scheiße. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Oh, jetzt sind wir traurig. Ja, aber das Ort Weckersheim. TSV. Da oben auf dem Berg waren wir doch. So ein Berg. So ein wunderschöner Berg. Wir sind in Weikersheim. Du. Unsere Zuschauer anschauen, der Anzug war wieder, liebe Zuschauer. Sag danke. Ich sag und auf Wiedersehen. Schönen Tag, schönes Wochenende mit euch. Also. Ich sag bitte, gern geschehen. Bis demnächst. Ja. Ist da auch mehr fest, was? Weil wir hier oben stehen wie verrückt. Und ich sehe nichts. Ja, überholen wir.
und herzlich willkommen. Manege frei für die fünf Freunde. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Die fünf Freunde sind zurück. Ihr wollt wissen, was bei deinem Dreh... Kollegen, wir haben einen Fall. Justus Jonas von den drei Detektiven? Die berühmtesten Detektive der Welt. Dieses unverschämte Plappermaul treibt mich noch in den Wahnsinn. Noch eine Vase. Eine römische Amphore, Tante Mathilda. Keine Vase. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherche und Archiv Bob Andrews. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad, Justus. Drei Fragezeichen in Rumänien. Herzlich willkommen auf Schloss Piatra. Ein altes Schloss. Ein verschwundener Junge. Führen Justus, Peter und Bob in ihr spannendstes Abenteuer. Wow! Bist du schon wieder im Detektivmodus? Ich habe mich wirklich eingesetzt für euer Praktikum. Kollegen, wir haben einen Fall. Können Sie das Rätsel lösen? Niemand verschwindet spurlos. Oh Leute, das war echt knapp. Fingerspitzengefühl, Erster. Das war ja bekanntlich noch nie deine Stärke. Hier spukt's. Wow. Vlad Draculea, der Drache. Dracula? Wir müssen heute Abend nochmal in den Gang. Ihr hört das doch auch, oder? Was denn? Das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Stories und im Bild unserer Zeit. Die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Wir sehen uns morgen, Kollegen. Justus Jonas! Ich komme ja, Tante Mathilda! Nur im Kino. Freunde.